So, meine Damen und Herren, der freundliche Kollege von der Technik hat gesagt, wenn man diesen Gong drückt, wird es leise. Wir haben jetzt 3 Tage Zeit, das zu üben, und wir können am Donnerstag schauen, ob es dann funktioniert hat und ob Sie recht haben. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, herzlich willkommen zur diesjährigen FOSGIS 2011 hier in Heidelberg. Es freut mich auch in diesem Jahr, Sie wieder herzlich begrüßen zu dürfen. Ähnliches Publikumvolumen wie in den letzten Jahren, knapp 400 Anmeldungen über die 3 Tage, da freuen wir uns sehr darüber. Insofern möchten wir Sie wirklich herzlich begrüßen und Ihnen in den nächsten 3 Tagen ein interessantes und spannendes Programm wünschen und anbieten. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, wie auch in den letzten Jahren, Sie erstmal wieder mit dem organisatorischen Teil zu langweilen, bevor es dann wieder inhaltlich ein bisschen in die Tiefe geht. Und ich wurde eben gebrieft und habe einen langen Zettel bekommen. Ich hoffe, Sie haben heute sonst nichts mehr vor. Ich möchte anfangen mit einigen Hinweisen. Erstmal den wichtigsten, weil das Sie direkt betrifft und das vielleicht auch noch Spaß macht. In Ihren Unterlagen finden Sie alle eine Teilnehmerbefragung. Das macht in der Regel nicht so viel Spaß, aber wenn Sie es umdrehen, finden Sie auch gleichzeitig den Hinweis, dass es ein Verlosungsschnipsel ist. Auch in diesem Jahr haben wir wieder einige schöne Preise für Sie gesammelt. Voraussetzung ist A, dass Sie diesen Antrag oder diesen Evaluationsbogen ausfüllen und B, den Schnipsel dann vorne am Empfang an der Anmeldung abgeben und dann auch am Donnerstag bei der Verlosung anwesend sind, damit Sie den Preis auch gleich mitnehmen können. Sehr gerne. So, dann möchte ich anfangen, auch den Sponsoren zu danken. Gleich am Anfang, ohne die das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, die diesjährige Veranstaltung durchzuführen. Hier vor allen Dingen dann auch wieder den FOSGIS e.V. zu nennen, die OSGEO, OpenStreetMap Community und selbstverständlich, last but not least, das Institut für Geografie, Institut vor allen Dingen für Geoinformatik vom Professor Zipf hier in Heidelberg, ohne die es hier vor Ort gar nicht gegangen wäre. Vielen Dank an alle Aktiven. An alle Aktiven, da möchte ich natürlich dann auch das lokale Orga-Team hervorheben, die meiste Arbeit in der Regel immer hier vor Ort durchzuführen haben. Auch da nochmal den herzlichen Dank an alle aus dem Orga-Team, die Sie daran erkennen, dass Sie ein hellblaues FOSGIS 2011 T-Shirt tragen. Der nächste Hinweis fällt mir schwer, weil wir jetzt selber schon Verzug haben, aber ich möchte alle Sessionleiter und Referentinnen und Referenten der kommenden Blöcke herzlich einladen, immer rechtzeitig in den Vortragsräumen zu sein, damit wir auch wirklich pünktlich starten können, dass alle Vorträge auch überspielt wurden beziehungsweise die Technik ausgetestet wurde, damit es nicht wieder daran scheitert, dass die Sachen noch nicht vorliegen. Bitte achten auch die Moderatoren auf die Zeiten, dass wir die Zeiten einhalten können, weil wir haben ja auch verschiedene Blöcke, sodass es dann auch jedem möglich ist, die Vortragssäle zu wechseln und vielleicht in andere Slots zu wechseln. Zu den Hörsälen generell, hier sind Sie in dem großen Hörsaal im Gebäude 308. Gegenüber am Empfang finden Sie den kleinen Hörsaal, in dem die zweite Session parallel dann laufen wird in den nächsten Tagen. Und es gibt dann noch den dritten Hörsaal 227, der soll fußläufig in 2 Minuten zu erreichen sein, insofern auch eine kurze und machbare Distanz. Bisschen weiter entfernt sind die Workshop-Räume, bitte planen Sie da circa 10 Minuten Fußweg ein. Wir wollen ja alle was für Ihre Gesundheit tun, insofern haben wir das extra mal ein bisschen dezentraler organisiert, damit Sie zwischen den langen Sitzungen hier dann auch ein bisschen Bewegung bekommen und in die Workshop-Räume kommen. Noch ein weiterer Hinweis, der OSM-Block, der im anderen Vortragsraum dann stattfinden wird, wird komplett auf Video aufgezeichnet. Also bitte vorher noch mal kurz nachschminken, die Haare legen, beziehungsweise sich rechtzeitig melden, wenn man nicht auf Video aufgenommen werden möchte.
parallel dazu, wer dann hier gerne aufgenommen werden möchte, es gibt auch noch eine mobile Technik, die ausgeliehen werden kann, sodass also auch hier andere Vorträge aufgenommen werden können. Bitte sprechen Sie da direkt dann auch die Kollegen am Empfang an. Am Empfang selbst können Sie auch die eben schon erwähnten Foskis-T-Shirts noch zusätzlich erwerben, allerdings nur die in Schwarz gehaltenen. Mit 15 Euro sind Sie dabei und Sie tun dann auch gleich dem Foskis e.V. etwas Gutes, weil entsprechend eine Spende darin einkalkuliert ist. Zum Foskis e.V. selbst, da ist morgen dann noch eine Mitgliederversammlung, auch hier im Gebäude der Hochschule. Alle, die morgen noch nichts zu tun haben, sind herzlich eingeladen, spontan noch Mitglied zu werden und dann haben Sie auch morgen entsprechend was zu tun und sind herzlich eingeladen, bei der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Apropos Vorhaben, die heute noch nichts vorhaben und sich spontan überlegen, zum Social Event zu gehen, die muss ich leider enttäuschen. Social Event ist ausgebucht, da können wir keine spontanen Anmeldungen mehr zulassen. Das heißt, Sie müssen sich eine andere Location suchen, ein anderes Vorhaben suchen, wie Sie, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben, zum Social Event kommen. Da wird der Zipf nachher noch kurz etwas zu sagen. Alternativ können Sie, ich denke ab 15 Uhr, dann auch vorne an der Anmeldung noch einen kleinen Hinweisbogen abholen, wo dann die Anfahrtskizze nochmal notiert ist. So. Dann habe ich noch nicht vergessen, wenn wir aufs Programm gucken, was steht Ihnen jetzt bevor? Wir haben zwei Vorträge in dem ersten Slot. Wir werden noch davor schalten, eine kleine kurze Begrüßung von Dr. Lösel als Vertreter des Foskis e.V., danach Herrn Professor Zipf, Professor für Geoinformatik hier am Institut, das hatte ich schon erwähnt, anschließend Arnulf Christel, Präsident der OSGEO, wer kennt ihn nicht, zumindest alle Foskis Teilnehmer aus den letzten Jahren kennen ihn selbstverständlich als alten Hasen der Foskis. Abschließend werden wir dann mit 5 Lightning Talks hier im Plenum, die werde ich dann nachher ganz kurz nochmal ankündigen. 2 weitere Programmänderungen, wenn Sie in das Programm schauen, finden wir am Mittwoch um 14.30 Uhr. Da gibt es noch im Programm selbst eine Lücke. Da gibt es noch etwas zum Campus GIS 3D. Ein Vortrag, der dort eingesprungen ist um 14.30 Uhr und am Donnerstag um 9.30 Uhr gibt es noch einen Vortrag Anwendung maschineller Lernverfahren auf OpenStreetMap. Generell bitte schauen Sie auf Ihre Programme bzw. auf die aushängenden Programme. Das sind die aktuellen, falls Sie sich vor 1-2 Wochen etwas ausgedruckt haben. Das kann schon veraltet sein. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten möge man mich daran erinnern. Doch, wir haben noch einen Punkt vergessen. In den OSM-Slots oder Lightning Talks am Mittwoch und am Donnerstag sind noch freie Slots zur Verfügung. Wer also spontan, weil er ja heute Abend nichts zu tun hat, weil er nicht zum Social Event kann, sich überlegen möchte, einen OSM-Beitrag zu halten, dann kann er sich bei Herrn Frederik Ramm melden. Der sammelt noch Freiwillige. Und Sie können dann also auch am Mittwoch oder Donnerstag noch spontan etwas zum Gelingen der Konferenz beitragen. Ansonsten soll es das jetzt erstmal aus organisatorischer Sicht gewesen sein und ich möchte Herrn Lösel bitten, kurz die Begrüßung zu halten. Danke, Roland. Ja, auch von mir als Vorsitzenden des Foskis e.V., einer der Ausrichter dieser Konferenz, herzlich willkommen hier in Heidelberg. Wir sind nach Freiburg jetzt und einem Sprung letztes Jahr in Osnabrück wieder im Süden. Das freut uns, weil ich habe hier auf der Hinfahrt gemerkt, es ist schön warm. Und Heidelberg hat viel zu bieten und ich hoffe, dass wir auch vielleicht nebenbei noch das eine oder andere der Stadt sehen können. Einen Dank. Roland hat ja schon den wichtigsten Personen und Beteiligten gedankt. Kann ich mich nur daran anschließen. Herzlichen Dank an die Teilnehmer, also die Sponsoren. Und damit das auch jetzt mal hier ins Bild kommt, wollte ich das gerne nochmal kurz auch zeigen, damit Sie das mal
sehen, wer das alles ist, weil das ist eine ganze Reihe von verschiedenen Firmen, die sich hier mit engagieren und halt nicht nur mit einem Bild auf der Internetseite, sondern auch im Foyer. Draußen haben die Firmen Stände und dort können sie dann im Laufe der nächsten 3 Tage sich intensiv mit deren Angeboten dann auch auseinandersetzen und Gespräche führen, was auch immer. Die Foskis in Heidelberg ist ein bisschen was Besonderes, weil sie, ich finde, also aus meiner Sicht ein bisschen erwachsener geworden ist. Wir haben letztes Jahr einiges ein bisschen geändert, überlegt, wie wir es besser machen können. Und der große Zuspruch, den wir jetzt hier durch Ihre Anwesenheit erleben, zeigt uns, dass wir da auf einem richtigen Weg sind. Wir hatten halt auch überlegt, jetzt eine Teilnehmergebühr einzuführen. Und das ist natürlich immer noch ein bisschen mit einem Risiko verbunden. Aber Sie sind da und Sie akzeptieren das auch und das freut uns natürlich. Und die finanziellen Möglichkeiten geben uns natürlich dann wiederum auch mehr Spielraum, um Projekte im Bereich freie GIS und freie Geodaten zu unterstützen. Das ist natürlich dann auch Ihr Beitrag, den wir dann über den Verein quasi dann auch wieder zurückgeben. Herzlichen Dank dafür. Das Zweite, wo Sie wieder einen Schritt weitergegangen sind, ist halt die Integration von den Projekten um OpenStreetMap herum. Letztes Jahr in Osnabrück war es ja eher so ein erster Versuch, ist zu wenig. Es war schon, wir sind damals, haben das schon zusammen gemacht und haben aber dann auch die Tage verlängert, haben 4 Tage gemacht statt 3 und haben viel gelernt und haben jetzt einfach da noch ein Stück weiter auch Erfahrung gesammelt und sind jetzt wieder zu 3 Tagen zurück, haben das ein bisschen kompakter gestaltet und ich bin gespannt, wie das dann jetzt am Ende der Veranstaltung auch von Ihnen, von Ihrer Seite her bewertet wird. Ob das ein gutes Konzept ist, aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Ja, ansonsten finde ich es ganz spannend, dass wir auch in Heidelberg sind im Anbetracht der politischen Entwicklungen der letzten Wochen. Wir haben ja einen durchaus großen Wechsel im politischen Bereich in Baden-Württemberg vorletzten Sonntag gehabt und in dem Zusammenhang ist es ganz interessant, wenn man mal in das Programm der Grünen in Baden-Württemberg schaut, die haben sich ganz offiziell auf die Fahnen geschrieben, dass Daten, öffentliche Daten auch frei zur Verfügung gestellt werden sollen und im Programm der Grünen von Baden-Württemberg steht auch explizit Geodaten. Von daher sind wir offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und vielleicht können wir dann ja auch von hier, von Heidelberg aus, durch unsere Arbeit die nächsten 3 Tage, durch die vielen Gespräche, die wir führen werden und die Workshops, Vorträge, vielleicht da unseren Beitrag zu leisten. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden 3 Tage und freue mich auf die Zeit. Vielen Dank. Ja, danke, Georg. Bevor es jetzt dann doch losgeht, natürlich habe ich einen Punkt vergessen und den wichtigsten, jedenfalls für die Eingangskontrolle heute Abend. Sie sollen alle Ihre Namensschilder mitbringen, wenn Sie denn zum Social Event gehen, weil Sie dort entsprechend identifiziert werden können. So, dann geht es jetzt in das Inhaltliche. Ich möchte Herrn Professor Zipf bitten, uns in den nächsten 15 Minuten die Zeit zu vertreiben. Als Hausherr nochmal vielen Dank, auch bitte richten Sie das an der Uni aus, dass wir hier die Räume nutzen können und dass wir Ihre Unterstützung auch in der Vorbereitung und Ihres Teams entsprechend nutzen durften. Es ist alles sehr gut organisiert worden und wir freuen uns jetzt auf ein